Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro. Diesmal wieder mit dem aufgegebenen Jhin Deck. Und wir ziehen tatsächlich mal ein vollständiges Ritual. Das ist ja mal richtig geil. In der ersten Runde ist es allerdings nicht so geil. So. Da ich es jetzt noch nicht benutzen möchte, ich möchte nämlich nicht, dass der Gegner einfach so meinen aufgegeben überrennt. Ich will es ja richtig schön benutzen können. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass er was richtig schön Starkes aktiviert. So, zerstören wir uns gegenseitig. Jeder erstmal ein bisschen Raum, der Punkt verbraucht. Was werde ich denn für die Beschwörung verwenden? Oh, ich weiß noch nicht. Okay, er hat ein unermüdlicher Boxerdeck. So, wir deaktivieren erstmal seine Effekte. Weil das einzige Starke, was ein unermüdlicher Boxer machen könnte, wären seine Effekte. Ich glaube, das ist ein relativ schlechtes Deck. Deswegen habe ich jetzt nicht so mega Angst davor. Okay. Lassen wir uns nicht ein Deck einmal zu aussuchen, was er wegwerfen darf oder aufs Deck legen darf. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was er sich ausgesucht hat an Effekten. Okay, er legt den ab. Ich möchte aber nicht über die Stärke seines Decks lästern, weil wir selbst mit einem ziemlich schwachen Deck spielen. Aber wir haben zumindest ein Manju der 1000 Hände auf der Hand und noch diverse andere Möglichkeiten. Sehr gut, dann machen wir direkt mal das Schwarzglanzritual. Machen den Djinn weg. Und klauen uns ein Monster. Her damit. Und dann beschwören wir den. Ja, und nehmen uns noch ein. So, nehmen wir das. Und gehen in die Battlephase und ziehen Wissen ab. So, dann hat er schon mal ein Problem. Ich glaube, es sieht diesmal ziemlich gut aus. Wir spielen jetzt mal gegen ein ebenbürtiges Deck mit dem Deck hier. Und nicht mehr gegen overpowered Decks. Ich meine ja, also wenn dieses Deck hier mir gegen ein ebenbürtiges Deck spielt, gegen den es auch eine Chance hat, ist das Deck echt nicht schlecht. Wenn es natürlich direkt gegen Dark World oder so antreten muss, dann hat so ein Fun-Deck hier keine Chance. Ja, das ist mir egal. Na komm, mach deinen Zug. Kannst eh nichts dagegen tun. Lol, direkt das nächste Opfer, okay. Immer. Ich glaube, er weiß schon, was auf ihn zukommt. So, schwören wir direkt mal. Und machen den Djinn weg. Im Angriffsmodus. Direkt das nächste Opfer geholt. Und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich das Duell schon gewonnen, oder? Überlegt er den Angriff? Gerade keine Lust zu rechnen. Ich glaube, er überlebt ganz knapp. Ja, er überlebt mit Lächte. Ja, ich hätte dieses Monster in dieser Runde flippen sollen, hätte dann damit gewonnen. Na egal, haben wir nächste Runde gewonnen. Das wird er nicht mehr schaffen. Insgesamt haben wir zusammen 8000 Lebenspunkte. Nur leider habe ich die 7900 davon. Warum hat dein Drachenherrscher? Wieso? Warum in einem unermüdlicher Boxerdeck? Okay. Kann mir aber scheißegal sein.
Wir haben das auf jeden Fall gewonnen. Ja. Hast du noch mehr Zeit? So. Ernste Warnung haben wir gezogen, ist aber vollkommen egal. Denn wir haben jetzt gewonnen. Denn alles, was ich brauche, ist 100 Angriff. Kannst gar nichts tun. Nichts in deinem ganzen Deck könnte jetzt diesen Angriff aufhalten. Ja, wahrscheinlich schon. Egal. Dort. Und ich würde sagen, mit diesem schönen, epischen Kill verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.